Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Entschuldigung, ich bin erkältet. Ja, heute haben wir Silvester, den 31.12. und ich wollte heute mit euch den Silvesterlook schminken. Sorry, es ist. So, jetzt durch meinen Spiegel her. Sorry. Ja, und zwar mache ich ein Full Face und habe ich hier von im Asam des Magic Care Perfecteur Instant Opti Meiser. Das ist so, ja, wie so ein Mousse ist das, ne? Ja, das ist wie ein Primer. Fühlt sich silikonig an. Ich glaube schon, dass da Silikone drin sind. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnt haben. Ich glaube sogar nach der Tagespflege, ja. Oder partiell auf die Einsendung Instant. Jo. Moment. Ja, wahrscheinlich. Steht nichts drauf, aber man fühlt gerne, ob das, ja. Aber es, ich finde es schön, ich mag's und ja. So, währenddessen, dass das ein bisschen einzieht, mache ich meinen Eyeshadow Primer von Kryolan. So. Habe ich schon gefrühstückt, weil ich ganz viel Medikamente nehmen muss, jetzt auch für die Erkältung, ne? Und ja. Aber es geht schon. Ich fühle mich jetzt nicht so richtig krank, aber ja. Man merkt halt, dass da was nicht stimmt, ne? Ja, und übrigens, den Look heute werde ich schminken mit der von Morphe, Mickey und Friends Palette. Moment, für alle, die es nicht wissen. Ja. Das sind die Farben. Und ja, ne. Jo. Und so diese Farben. Ja, und da ist ein Silber dabei. Und dieses Silber und Blau möchte ich heute schminken. Wir schauen mal, ne? Ja. Okay. Mach mal ein bisschen mein Schwämmchen habe ich nass gemacht. Das ist noch ein bisschen einreichen kann. Ich reibe ja nicht, ich drücke nur, ne? Ja, und dann habe ich von M. Asam Magic Finish. So. So. Ja. Ich tue immer nicht viel drauf, ne? Ja.
So. Ja. Das ist halt so leid, dieses Mousse-Make-up. Ich liebe es. Und man spürt überhaupt nicht, dass ein Make-up drauf ist. Und ja, ist für mich Beste. So. Dann tun wir das auch noch ein bisschen einarbeiten. So, dann mein Concealer, die Augenringe, wo ich habe, ist immer schön. Schau nach oben und klopf das auch nur ein. Ne? Ja. Ne? So. Macht man vielleicht eine halbe Cut Grease, ne? Das sehe ich dann schon, ne? Ja. Habe ich gut rein? Natürlich nicht, ne? Mein Setting Powder habe ich vergessen. Was war klar? Aha. Setting Powder habe ich geholt. Wie immer habe ich da mein Manaka da, dass ich das da setzen tue. Ja. Mal gucken. Ja. Passt schon. So. Und was macht ihr heute? Feiert ihr schön Silvester? Ja, ich gehe zu meiner Familie rüber. Mal schauen, dass sich niemand ansteckt, ne? Überhaupt die Kleine nicht. Und ein bisschen fernhalten, aber ja. Ich nehme schon dauernd Medikamente. Ist ja auch nicht so, dass ich mich irgendwie krank fühle. Nee, das nicht. Ne? So. So. Das haben wir mal, dann brauchen wir. Ach komm. Jetzt sag nicht, dass ich das auch vergessen habe. Ach nee. Ich hab's doch in der Hand gehabt. Leute. Na, du bist doch. Ah. Ein Schluck Kaffee und schon finde ich's. Ich nehme mein von Physicians Formula, meinen Butterbronzer, der riecht so gut nach Kokos und wow. Das ist
für mich, ja, der beste Browser, möchte ich sagen. Also, ja, ich liebe den. Sie haben das Gesicht schön auf. Oh ja. Wirkt nicht zu überladen, wirkt nicht zu künstlich. Doch, für mich die richtige Farbe. Für mich passt es. Wunderbar. Dann habe ich einen Blush von Vanilla Cream Trüffel von BH Cosmetic. Ja. Das sind diese Farben. Und ich werde in diese Farbe hier oben reingehen. Da oben, ja. Ne? Nicht dieses Beachige mehr, ne? So. Genau. Gehe ich ein bisschen über die Augen auch drüber. Na, ja. So. Gibt so auch noch ein bisschen Frische, ne? Ja. Oh ja. Passt. Blush reicht es jetzt. Dann Highlighter habe ich Spotlight Highlight. Auch von BH Cosmetic. Und ja. Dann nehme ich den äußeren. Ja, ja. Oh ja, ne? Ihr seht's. Und trotzdem habe ich was vergessen. Augenbrauenprodukt. So. Ja. So, dann hole ich mal schnell mein Augenbrauenprodukt, ne? Ja. Und dann geht's los. Aber erst tue ich jetzt mal Setting Spray und Glow Mist von Bitzi bei Petra. Heute gibt es ein bisschen Clone. Ja, ein schöner, feiner Sprühnebel ist das, ne? Ja, okay. Dann nehme ich schon mal was mit, was ich nicht brauche mehr. So, Augenbrauenprodukt ist auch am Start. Und es ist von Real. Ja. I am strong. Ist den kann man rausdrehen. Und dann zeichne ich jetzt meine Härchen an. Ja.
So, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob da noch was drin ist, aber ich befürchte fast nicht mehr. Und es ist immer noch was drin, doch. Aber so langsam, aber sicher geht es zur Neige. Ne. Ja. Aber es klang für heute noch und hält noch, also von daher. Ja, die Base sitzt, passt. Ja, gefällt mir. Die Base gefällt mir. Du, dann. Ja, ich habe jetzt da einen schwarzen Kajal von Catrice. Den mag ich sehr. So. Ich bin halt der Kajakin, ne? Ja. Jo. Sollte nicht zu kompliziert werden, das Make-up, aber wir schauen mal. So, dann fange ich mal an mit, ja. Dann fange ich mal an mit diesem Blau hier. Seht ihr das? Dieses Blau. Ja. Mit diesem fange ich jetzt an. So. Und wir gucken mal. Boah. Habe ich da reingetatscht. Meine Güte. Schlimm. So. Ja, blau ist immer ein bisschen zickig und ist immer ein bisschen blöd, aber ja, das kriegen wir hin. Ja. So.
Dass es schön rundlich hier ist, ne? Und ein bisschen nach oben immer ziehen, ne? So. Dann bräuchte ich mein Zumba da und hat, ja, jetzt brauchen wir, wie gesagt, einen guten. Mein Sohn war da, ja, und hat. So, tue ich immer ein bisschen mit den hellen. Ein bisschen die harten Übergänge machen. Das ist so Big Boss, ist das die Farbe so? Flamingo-Farbe ist es. So. Ja, dann gleich nehme ich auch das Fleckige ein bisschen aus, ne? So. Guck ich mal, Big Dreamer. No, das matt, das auch matt, jo. Nee, nicht ganz matt, aber nee. Mach ich mal. So. Und jetzt, ne? Jetzt mache ich eine halbe Cut-Grieß, würde ich sagen. Und zwar habe ich hier meinen, genau, mein Pinsel. So, ne? Jetzt seht, ne? Dass ich das hier so mache. So, dann so. So. Jetzt
Ja, muss man ja ein bisschen. Passt. Dann gehe ich mal in die dunklere Farbe da unten rein. Dieses dunkelblau hier. So, ich nehme erst den Lidschatten auf, ne? Und dann so, ne? Ja, dann. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt tue ich mit meinem Finger diese silberne Farbe, Staring Contest, da ist die Farbe, ja. So. Ja, das ist was Schönes, ja. Aber kannst ja mal probieren, ob das mit dem Dings besser geht mit dem. Lidschattenpinsel. Das weiß ich noch nicht. Nee. Geht nicht besser. So. So. Na? Ja. Oh. Es ist der Wahnsinn. Ja. Dann würde ich noch mal sagen, boah. Natürlich. Das ist wirklich der Wahnsinn. So. Ja. So, dann war's das mit dieser Palette. Macht gar nicht so arg viel Farben, weil man macht mal Übergangsfarbe. Ja, das könnte man machen. Wir könnten da so eine. Ja. Das ist so Intomissschiff, so eine. Ja, genau, dass man es. Er will den Übergang halt machen, ne? Ja. Ja.
würde ich sagen, und dann mehr mache ich hier nicht. Ich mache dann bloß noch, boah, Palette bleibt da und fliegt nicht runter. Doch, gefällt mir. So, es kommt natürlich ein der Highlighter darf nicht fehlen für den Augenwinkel, ne? Ja. So. Jetzt wenig Aufwand, okay. Na, natürlich für ein Silvester-Make-up wird es auch im Ganzen doch halten, ne? Aber ja, das hält's auch noch. So. Ja. Ja. Oh, oh, ja. So, jetzt dusche ich schnell meine Wimpern. Das schneide ich wieder raus, ne? Ja, natürlich. So, jetzt die Augen sind fertig. Kommen die Lippen dran. Da habe ich jetzt mal einen Lip Liner von Riva Loves Me Mattitude 03 Captured. Das ist diese Farbe. Schon, ja, ist diese Farbe. Und den Lippenstift habe ich dann in dieser Farbe. Passt doch sehr gut zusammen, ne? Wie ich finde. Von daher, ja. Den kann man auch, glaube ich, rausdrehen. Oder nee, den muss man sogar anspitzen. Ah. Muss ich natürlich heute auch nochmal nachmachen, ne? Ist klar. Es ist jetzt nur zum Vervollständigen. So. Und zwar von Essence, der heißt This Is Me, die Nummer 04. Crazy ist die Farbe. Glaube aber nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube es nicht mehr. So, ja, dann kommt noch ein schönes Parfüm drauf, ne? Ja, jetzt machen wir alles später. Ja, jetzt machen wir schauen. Ja, der ist schon kräftig, aber wir haben Silvester, ne? Da darf es auch ruhig ein bisschen mehr sein, ne? Also, jetzt habe ich euch meinen heutigen oder für dieses Jahr mein Silvester-Look 2023 geschminkt und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, mir gefällt es, es ist ungewohnt für mich im Blau, mache ich sehr, sehr selten, aber ja, mit der Cut Gris kommt es halt schön zur Geltung, ne? Ja,
Okay, meine Lieben, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch allen einen guten Rutsch. Kommt gesund rüber. Ein gesundes neues Jahr. Und ja, wir sehen uns dann im neuen Jahr in alter Frische wieder. Ne? Tschüss, meine Lieben. Bleibt mir alle gesund. Ne? Ja, okay, ciao.